auch unsere Entscheidung sein, was wir abgeben, was wir zurückgeben und was man da aufbauen muss und soll und wie groß das Land sein wird und so. Ne? Weil das werfen uns die Socken vor, da tut man immer so, als wenn wir ein bisschen doof sind, weil wir einfach was verschenken. Das ist doch nicht so, es ist doch unsere Sache. Ne? Ob ich damit nun, was weiß ich, baue, ne? Oder einem Pferderennen mein Geld wegwerfe oder an der Börse mein Geld loswert oder so, oder ob ich das einfach Menschen schenke, die es nötig haben, ne? Ja. Ich schenke es doch keine Reichen oder so. Ich möchte, dass diese Menschen endlich diesen Kommunismus vergessen können. Weil ich habe erlebt, wie es dem DDR-Bürger ging. Und wie es allen da im Osten ging. So. Und, ja Mann, ich kann doch auch nur in ein Schloss leben oder so oder was. Na, dann kann man doch, die anderen Schlösser kann man doch nutzen, oder nicht? Ne? Ja. Na. Und ich kann doch nur in ein Wäldchen einmal gehen. Da können denn da nicht auch noch 1.000 gehen oder 10.000? Ne? Wenn die da vernünftig sind? Ne? Ist es denn nicht doch alles unser? Ne? Oder nicht? Klar. Hm? Kann man das denn nicht auch schön nutzen, obwohl es uns gehört? Ne? So, und wir müssen mal wissen, wie gehässig und gemein die Geheimdienste da in dem Ostblock, in den Ostblöcken waren. Aber ich glaube, Stasi war wohl die Krönung. Ne? Wir hoffen, dass die da zu uns halten und uns auch helfen. Ne? So, und erstmal wird es dann abgezäunt und dann geht's los. Selbstverständlich können sie misstrauisch sein und uns nicht trauen. Aber wie gesagt, unser Gewinn ist nachher der Gewinn. Der Wertzuwachs der Immobilie, was natürlich nicht sehr hoch ist bei ihnen, ne? Was auch ewig dauert. Mehr ist das nicht. Und unser Gewinn ist, dass sie da vernünftig leben können, dass sie vielleicht auch später in unseren Firmen arbeiten, die wir da gegründet haben, ne? Und vernünftige Menschen sind, mit denen wir keine Probleme haben, das ist dann unser Gewinn. Beziehungsweise der Gewinn unserer Kinder und Enkelkinder, ne? Oder unsere Adoptionskinder und was da alles kommt. Ich werbe ja auch schon immer. So, und ich bin natürlich auch interessiert, mich bei Ihnen vorzupflanzen. Vielleicht findet man da was Vernünftiges, was Sie denn da für mich aussuchen. So, und es ist so, ich brauche die Sprache nicht kennen, ich sehe schon, was das für Frauen sind. So, und Sie sollten 100% IQ haben, also normal, zwischen 90 und 110%, das reicht. Und Sie sollten sauber und fleißig sein. Damit die Kinder eine vernünftige Kindheit haben, ne? Und nicht bei so einer blöden Mutter aufleben, weil ich habe wohl nicht mehr lange. So, und da kann man denn was draus machen, oder nicht? So, und Sie müssen denn erstmal aufpassen. So, und dann haben Sie ganz schnell einen Adel. So, und wir müssen bei Ihnen auch aufpassen. Das kann sogar sein, am besten ist es, wenn wir unsere Internetuniversität haben und Internetschule. Dann brauchen Sie nirgendwo hinfahren und so. Dann können Sie in Ihren Dörfern das richtig lernen. Zuerst machen wir es über Funk und Sendemasten, ne? Einfach analog nochmal. Und später dann ja über Satelliten und so weiter digital, ne? Aber erst machen wir es wieder ganz einfach wie immer, weil wir das Geld noch nicht haben. Ganz einfach, ne? Und dann nachher anders. Und ansonsten muss schnellstens Schulen hin bei Ihnen. Oder wenn in den Dörfern welche schreiben können, müssen Sie es anderen beibringen, lesen und schreiben. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Sie brauchen unbedingt Bildung. Also hier in Deutschland ist es so, ohne Computerkenntnis und so, kriegt man eigentlich im Prinzip noch nicht mal eine Fahrkarte gezogen. So, das braucht bei Ihnen ja nicht so extrem werden, da brauchen Sie keine Angst haben, wenn Sie unser Alter sind oder so, ne? Aber es ist wichtig, dass man da sofort lernt und dass man seine Kinder, die dann eben auch doch schon 20, 30 sind, nochmal animiert, nochmal ein bisschen was zu lernen, was ihnen leichter fällt. Und bei der Enkel sowieso aufpasst, dass sie schön was lernen. So, und man muss auch gleich die Bücher und so von ihren richtigen alten Schriftstellern, also nicht diesen kommunistischen, sondern vor 45 und so, das muss man alles sichern. Das ist ganz plötzlich weg jetzt mit mal, ne? Die Bücher werden hier in Deutschland und so überall ganz, ganz schnell weg sein. So, und bei Ihnen, das muss auch gesichert sein. Es ist nicht so wichtig und so, aber es ist wichtig für Generationen danach, dass Sie die Identität Ihres Volkes, Ihres Landes, Sie haben doch ja auch Jahrhunderte Geschichte. Das ist doch nicht nur hier dieser Feigstanz hier der Kommunisten 40 Jahre und jetzt 23 Jahre danach. Sie haben doch richtig wunderbare, schöne Tradition und Geschichte, damit auch Ihre Kinder und Enkelkinder wieder auf etwas stolz sind. Genau.
ne? Weil sie auch sehen, dass Mama und Papa und Opa und Oma nichts vollbracht haben, weil die Kommunisten das alles weggeklaut haben. Ja. Deshalb, die hatten ihre Chance, die haben gut gelebt. Die kommen jetzt ganz unten hin. Wenn sie brav sind, können sie normal leben. Das ist mir egal, ne? So, und alles andere übernehmen wir. Und ich hoffe, Sie erkennen rechtzeitig, dass wir es ehrlich meinen und Sie unterstützen uns. Lennarty. Mhm. So, und es sollte für uns nicht viel Geld sein, wenn wir Sie da auch gleich bezahlen. Ne? Also die Äcker dort umflügen und jäten und ecken und ernten nachher und so weiter, dass wir die dann auch schon bezahlen können. Ne? Dass Sie dann im Prinzip schon Arbeit haben. So, und wenn Sie denn selbst wieder lernen, da was anzubauen, auf kleineren Flächen und so weiter, dann ist es schön, dann können sich nachher alle selbst ernähren. Ne? Dann wären das dann eben wieder Wiesen. Ne? Und was weiß ich, was wir da denn nachher alles anbauen. Aber im Moment stellen wir Ihnen das alles zur Verfügung, auch den Wald und so, weil Sie auch noch heizen müssen und so weiter und so fort. Und später ist es nachher wieder unser. Ne? Und nur so wird was draus, nur so kriegen wir die Kommunisten endlich verdrängt. Und nur so haben sie was für die nächsten Generationen, was sie sich aufbauen. So, und den Rest müssen wir denn was schenken. Auch sie haben doch das Recht, aus dem Kommunismus etwas Gutes herauszuholen, oder nicht? Ne? Weil jetzt ist wieder Kapitalismus, dann sind sie alle Kapitalisten und dann geht es so richtig los. Aber die Grundlage, woraus es entstanden ist, ist der Kommunismus. Also müssen alle gleich vom Kommunismus versorgt werden. Nicht, dass die Kommunisten jetzt mit mal die Superkapitalisten sind, nur weil sie gerade mit ihrem Hintern in dieser Fabrik saßen. Oder auf der Kolchose, und wie das alles hieß. Das möchte ich doch nochmal eindeutig sagen. So, und so wie wir ein bisschen klarer werden, so wie man uns hier ein bisschen in Ruhe lässt, greife ich auch sofort nach dem Osten hin. Und auch dort werden wir das so machen, wie wir das mit diesem Wandlitzaffen hier jetzt kennengelernt haben und so. Hat man sich bei Ihnen da groß eingekauft und Sie betrogen, das ist Ihres. Das hat Ihnen keiner zu nehmen, das gehört Ihnen. Dann verschwinden die wieder. Ne? Und was Sie da ausgegeben haben, kriegen Sie auch nicht wieder. Aber wir müssen genau sehen, ne, wie hier im Osten bei Wandlitz, welcher Richter war das, welche Staatsanwaltschaft war das, wer steckt dahinter vom Grundbuchamt, ne, welcher Bürgermeister steckt dahinter und so weiter, damit man die dann endlich kriegt und weiß, was da für ein Spiel getrieben wird. Genau. So, und seien Sie skeptisch uns gegenüber, seien Sie vorsichtig uns gegenüber. Wir möchten uns entschuldigen, dass wir Ihre Sprache nicht sprechen. Und dann, wenn Sie merken, es läuft wirklich an, ne? Also Ihre Taschen werden nicht leerer, Sie füllen sich auch nicht, weil Ihr Magen erstmal gefüllt werden muss, ne? Und es läuft richtig an, dann seien Sie so nett und unterstützen uns. Passen Sie auf, dass man die Felder nicht verwüstet, ne? Und so weiter und so fort, dass man im Schloss einbricht, dass man die Zäune niederreißt. Ne? Passen Sie da einfach auf, weil es ist doch auch Ihres. Wir bauen ihm was auf und dann können Sie auch schön später im Schutze dieser Schlösser, können Sie dann wunderbar leben und existieren. Wenn Ihnen dann in 20, 30 Jahren wieder eine Schwierigkeiten macht, dann haben Sie wieder Führungspersönlichkeiten, die man auch mal fragen kann. Ganz einfach, so soll es sein. Ne? So, und dann später nachher brauchen Sie auch keinen mehr fragen. Dann wissen Sie, wie der Kommunismus tickt. Dann haben Sie wieder eigene Bildung und Kinder und Enkelkinder, die die Bildung haben. Und dann brauchen Sie auch nicht nachfragen. Weil Sie müssen nicht nachfragen. Sie sind Menschen, Sie sind Individuen. Sie sind alt genug, da alleine was zu können. Und die anderen haben Ihnen auch bloß vorgemacht, dass Sie was können. Sonst wäre das doch nicht alles den Bach runtergegangen. Danke für die Aufmerksamkeit.